Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TDU City. In diesem Video geht es um das kleine Programm Unlocker, welches ziemlich hilfreich sein kann, wenn man Dateien löschen möchte. Nun fragen sich vielleicht hey, warum brauche ich denn ein extra Programm, um Dateien zu löschen? Ich habe doch meinen Windows Explorer und wenn ich sicher löschen möchte, habe ich andere Programme wie zum Beispiel Eraser. Es geht gar nicht um das normale Löschen, also schon eigentlich um das normale Löschen, aber in speziellen Fällen. So. Es kann immer mal vorkommen, dass wir eine Datei haben, wo wir sagen, die möchte ich nicht mehr, aber wir haben sie irgendwann mal ausgeführt oder sie wird von irgendetwas anderem ausgeführt. Das heißt, sie ist in Verwendung, ist irgendwo eingebunden und Windows sagt uns, hey, nee, geht nicht, die ist momentan in Verwendung, kann nicht gelöscht werden. Den Fall hatte ich selber auch schon mal. Dieses Programm hat mir dabei sehr gut geholfen. Das Programm nennt sich Unlocker. Wir können es auf Chip herunterladen, Link natürlich in der Videobeschreibung. Wir klicken auf zum Download, sagen Download Server Chip Online. Die Leute, die über den Chip Installer downloaden müssen, einfach herunterladen und das Programm wird dann genauso herunterladen, wie ich es jetzt mache. Hier auf Datei speichern klicken, dann hier oben auf den Downloads Ordner gehen oder Start, Computer, Downloads hier oben links anwählen. Hier unten haben wir dann die Datei Unlocker, dann mache ich einen Doppelklick drauf, sage ausführen, ja, wähle meine Sprache aus, in diesem Fall Deutsch, weiter, annehmen. Nun klicke ich hier auf Advanced und dann klicken wir hier oben in das Kontrollkästchen rein und nehmen den Haken heraus, denn wir wollen keine Delta Toolbar installieren. Als nächstes klicken wir auf Weiter. Nun kann man den Installationspfad noch ändern, wenn man möchte. Ich lasse den standardgemäß drinne, also so wie er standardgemäß hier steht. Klick auf Weiter. Als nächstes können wir noch sagen, ob er nach Updates suchen soll, jedes Mal, wenn das Programm gestartet wird. Und ob wir einen Eintrag im Explorer-Kontextmenü haben wollen. Was ist jetzt das Explorer-Kontextmenü? Wenn ich jetzt hier irgendwo einen Rechtsklick drauf mache, das hier ist mein Explorer-Kontextmenü. Ja und ja, ich empfehle einen Explorer-Kontextmenü-Eintrag anzulegen. Auf Installieren einfach klicken, geht ganz schnell, fertig. Fertigstellen und schon ist das Programm installiert. Für diejenigen, die jetzt diesen Eintrag im Explorer-Kontextmenü gewählt haben, kann ich es so zeigen. Erstmal müssen wir eine neue Datei erstellen, neu, und dann mache ich jetzt einfach testweise ein Testdokument. Ich kann momentan leider kein Dokument oder keine Datei vorführen, die sich nicht löschen lässt, da ich so einen Fall momentan nicht vorliegen habe. Allerdings, wenn so ein Fall vorliegt, was machen wir dann? Ganz einfach, einen Rechtsklick auf die Datei und dann haben wir hier nämlich den Kontexteintrag Unlocker. Da klicken wir einfach mal drauf mit Linksklick, bestätigen das Ganze mit Adminrechten, falls wir nicht selber Admin sind, einfach das Passwort schnell eingeben, sagen ja. Und hier wird jetzt aber auch gesagt, dass kein Freigabehandle gefunden wurde, also dass wir es theoretisch auch so hätten löschen können. So, falls da jetzt steht, dass es von diesem Programm und so blockiert wird, gar kein Problem. Hier haben wir jetzt trotzdem unten Aktionen, die wir ausführen können. Entweder keine Aktion, dann wird die Datei so gelassen wie vorher. Wir können aber auch sagen, hier löschen, umbenennen oder verschieben. Das Ganze wäre natürlich halt normalerweise nur mit diesem Programm möglich. Bei dieser kleinen Testdatei ist es jetzt auch normal möglich ohne dieses spezielle Programm. Sage ich jetzt mal zum Beispiel löschen, okay, und zack, das Ding wurde gelöscht. Genauso geht es bei Dateien, die normalerweise nicht löschbar sind. Mit dem Programm ganz einfach. Für die Leute, die diesen Kontexteintrag jetzt nicht haben möchten, geht es auch ganz einfach, ist aber ein bisschen komplizierter oder unnötiger meiner Meinung nach, dann wird hier meistens in der Startleiste ein Eintrag erstellt. Ansonsten einfach hier unten bei der Suchleiste Unlocker eingeben und dann finden wir auch den Eintrag hier Start Unlocker. Einfach mal draufklicken, wieder mit Adminrechten bestätigen. Und nun wählen wir das Ziel aus, was wir löschen möchten. Ich erstelle nochmal schnell meine Textdatei. Test Raute jetzt. Klicke auf meinen Desktop. Natürlich hier Test Raute, sage okay
Und dann kann ich genau das gleiche vornehmen wie auch gerade vorhin. Jetzt sage ich einfach mal verschieben. Und jetzt wähle ich den neuen Pfad aus, den ich gerne hätte. Da sage ich Computer. Hier sage ich meinen Ordner und dann in Downloads. Okay. So. Wurde erfolgreich verschoben. Hier ist es verschwunden. Und hier bei Download ist es jetzt aufgetaucht. Das Ganze ist natürlich eigentlich dafür gedacht, damit man Dateien verschiebt, mit dem der Explorer nicht mehr klarkommt. So. Bei weiteren Fragen einfach ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die kein YouTube bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook- und Twitter-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button Abonnieren, liked meine Facebook-Seite oder folgt mir auf Twitter. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!